Mein Name ist Roland Jonas Bialke. Heute ist der 14. Januar 2023 und ja, willkommen bei meinem Podcast. Ich möchte euch heute eine großartige Gelegenheit zu präsentieren, in ein Kryptoprojekt zu investieren. Und zwar geht es um das Kryptoprojekt Saber auf der Blockchain Solana. Saber ist eigentlich im Solana-Ökosystem eine Tauschbörse von sogenannten Stablecoins. Stablecoins werden zurzeit reguliert und diese Tauschbörse ist aber dezentral. Das heißt, da muss man nichts irgendwie auf ein Konto bringen, um es da umzutauschen, sondern kann das von seiner eigenen Brieftasche zur Brieftasche des anderen direkt tauschen. Also bekommt auch gleichzeitig was zurück. Das ist ganz gut. Daneben gibt es noch ein paar andere Anlagemöglichkeiten. Genau, das hat bei Saber in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert, deshalb ist auch der Preis gefallen. Da waren halt ganz viele auch unglücklich drüber, dass das nicht so gut funktioniert hat. Aber seit wenigen Tagen wurde wieder daran gearbeitet, dass das funktioniert. Und zwar ging es damals um Sunny Saber, das heißt, da konnten Menschen mit diesen ja, mit Saber, mit SBR konnten sie in Sunny investieren, aber haben ihre Investitionen nicht mehr zurückbekommen. Die waren halt eingefroren. Aber jetzt ist es wieder möglich. Es gab ein Proposal an die Gemeinschaft und seit wenigen Tagen ist es halt wieder, sind diese Investitionen wieder verfügbar. Da kann man abheben, das, was man investiert hat und die Profite natürlich. Das ist ganz gut. Das wird für einen Preisaufstieg ganz sicher sorgen. Die andere Sache ist, seit heute, gestern etwa, ist der sogenannte Kryptowinter, also dass generell die ganzen Kurse fallen, beziehungsweise dass die Investoren ihr Geld zurückgezogen haben aus dem Kryptomarkt. Das war halt der Kryptowinter und das ist jetzt in einer Umkehr. Der Kryptowinter ist am Auftauen und genau, ja, die Kurse sind generell bei ganz, ganz vielen Kryptowährungen im Keller. Das heißt, die Preispositionierung ist unten und da gibt es halt sehr viele unterbewertete Projekte und Saber gehört da auch dazu. Allerdings gibt es unterbewertete Projekte, die halt leicht unterbewertet sind, beziehungsweise auch bis zu 60% unterbewertet sind. Aber bei Saber ist es so, dass dieser Kurs richtig, richtig weit unten war. Also, oder ist zurzeit noch. Und das heißt, es sind da große Spannen möglich, was man da profitieren kann, wenn man da investiert. Nicht, dass das über Nacht funktionieren kann. Also das wird jetzt nicht der Wert sich über Nacht verhundertfachen, aber durchaus kann es möglich sein bei Saber, dass das Investment verhundertfacht wird über die nächsten Monate und da muss man einfach gucken, genau. Also ich mache hier keine Finanzberatung, wollte ich auch noch sagen, sondern dass also der Podcast dient der Unterhaltung, wobei das nicht ganz richtig ist. Ich interessiere mich halt für Kryptowährungen und das ist wirklich eine gute Investition, Saber. Also geht auch in den Discord. Ich werde alles nochmal verlinken. Also die Links unten werden sich in zwei Schritten verändern. Heute bin ich relativ unterwegs. Also ich habe halt geschäftlich eine Menge zu tun gerade. Und ja, beobachtet, aber wartet nicht zu lange. Also, wer jetzt kauft, ganz weit unten am Boden, der wird das ganz sicherlich nicht bereuen. Also, wenn ihr liquide seid, wenn ihr 1000 Euro habt, wenn ihr 1000 Euro habt, dann teilt jetzt eure, also das, was ihr investieren könnt, einfach auf und ja, legt es in fünf verschiedene Projekte, die am Boden sind, an und die ähnlich gut, gute Chancen haben zu steigen, genau. Ja, wir sehen uns, investiert in Saber, Spaß.